So, spielen wir weiter. Bin gerade nicht sicher. Was Porn will, dass jeder, der eine Waffe halten kann, versucht, die entführten Indens von Onyx Void zurückzuholen. Das ist keine reine Entrettungsaktion für die Entführer. Für die Entführten. Diese fähigen Experten sind das, sind für das Überleben des IO-Hub unabdingbar. Das ist ab Stufe 6. Haben wir noch irgendwas anderes? Wir könnten das Anabolika-Ding jetzt eigentlich anlaufen. Entschuldigung, waren Zivilisten. Ganz kurz gucken. Ach, da unten sind auch noch zwei Kisten. Oh, Kopfgeld. Das ist aber ein Lappenkopfgeld. Na, eine Kiste versteckt sich hier nicht mehr. Danke, Girlies, für ein Twitch Prime. Das Game ist im Game Pass drin, in Microsoft, ja. Ist ja auch ein Microsoft Studio, beziehungsweise eins der Indie-Studios, die sie halt bei sich im Portfolio haben. Und ja, es, wenn man eh den Game Pass hat, ist das schon eine gute Dreingabe.
Ja, wundervoll. Da habe ich damals gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wahrscheinlich wird mir ein falscher Weg angezeigt. Dann machen wir was anderes. Finde Merle beim Knoten. Oder ich muss hier jemanden suchen noch. Aber das muss nach unten gehen eigentlich. Danke Privateugen für ein Twitch Prime. Weil hier weiter rüber gehen, da geht die, wie soll man sagen, die Stärke der Gegner schon ganz schön hoch. Ja, mit Stasis-Überladung töten. Da muss ich aber eine andere Waffe, glaube ich, für haben. In die Tiefminen noch mehr herabsteigen und Eier suchen. Machen wir dann die Mission, weil die Mission Backtracking ist. Da gehen wir nämlich dahin, wo wir... Also in das Entsorgungssystem, wo wir am Anfang sind. Danke Privateugen für dein Twitch Prime Abo. Vielen Dank. Ich habe nur instabil und Hydraulik als Augmentierung im Moment drin. Ich habe keine neue gekauft. Ich wollte gar nicht was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich meine Sekundärwaffe, den Schmorer, tauschen. Für Shotgun musst du halt extrem nah dran sein. Hier immer das Spiel wo kaufen, mochte damals Leaven Teramis auf dem Amiga. Der Urvater quasi. Das sagt mir da nichts, weil ich muss sagen, also ich hatte leider kein Amiga. Ich hatte damals einen Commodore 64, die Brotbox. Also bis mein Vater hatte den, aber ich habe natürlich damit gespielt. Er auch. Nur einer meiner Freunde hatte einen Amiga. Die anderen waren dann eher so mit Up-Level-PC eingestiegen.
Ah, die wurden aber ein bisschen verstärkt jetzt, weil die jetzt Stufe 10 sind und nicht mehr Stufe 3. Nein, man kann den Kamerawinkel nicht ändern, der ist abhängig von wo du gerade bist. Man gewöhnt sich aber dran, dass das relativ nah ist. Ich dachte auch am Anfang, es wäre zu nah. Aber manchen ist Diablo 2 auch zu nah gewesen. Mein Gott, da hört ja gar nicht mehr auf. Warum ist der Zugang verwehrt an der Stelle? Gucken mit den Kisten. Wenn ich schon mal hier wegen Backtracking bin, kann ich auch direkt die Kisten mitnehmen. Aber übrigens schön, dass in vielen Tests mich das angesprochen wird, was ich auch anspreche, dass die Laufwege manchmal wirklich lang sind. Jetzt will ich noch so ein Schnellreisesystem wenigstens zurück zum, weiß ich nicht, zu der Kneipe oder sonst irgendwas machen können. Also zu gewissen Hotspots. Oder dass du wenigstens von überall in die Metro zurückreisen kannst. Das Spiel kannst du alleine und zu viert spielen. Entweder auf der Couch oder generell, online. Obwohl dieser Modus wohl das ein oder andere Problemchen machen soll, angeblich. Aber es gab jetzt in der Release-Version nochmal 1,5 GB Patch. This is the feed with yours truly, Grateful Abbott, the wildly popular Quiche Rhapsodizer. Aber da ich ja gerade das komplett im Singleplayer spiele, kann ich leider nicht sagen, ob das jetzt im Multiplayer Probleme hat. Die ersten Reviews, die jetzt auf Steam rauskamen, haben nichts von Multiplayer-Problemen erzählt, sondern immer noch, sag ich mal, dass Raytracing und DirectX 12 Probleme machen soll. Vor allem in der 3000er-Serie. Aber es scheint auch bei einigen zu funktionieren, weil ich glaube, Review-Stand war 70% positiv. Aber halt auch viele beziehungsweise Reviews, die scheiße sind. Wie das bei Steam so ist. Steuerung mit Maus und Tastatur und Controller soll kacke sein. Kann ich nicht bestätigen. Steuerung mit Maus und Tastatur ist vollkommen in Ordnung. Word has reached the feed of a recent meeting between stack bosses in the Warrens. That colorful and rustic Lohab sector
Da waren wir bei den Stack-Bossen. The carnage was a joy to behold for fans of the intense sport, as three teams saw their contestants completely obliterated. We've also learned that the Rogen in Corp Zone has gracefully offered aid and support to anyone in need during these trying times. They're giving away free starter chips at the Golden Diesmal überhaupt Satori, noch die Bewertung auf Steam. Es ist so wie bei allen Bewertungen, die das gemeine Volk machen kann. Man muss halt den Konsens sehen dazwischen von der Gesamtbewertung und die Bewertung auch einfach bewerten können. And they've even gave out blankets to a group of destitute lowhabbers. How thoughtful. It's truly encouraging when such a respected organization stoops. Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die ist mehr oder weniger ausgeprägt bei Leuten. Die finden eine Bewertung super, wo drin steht, voll kacke, bla bla bla, drei Zeiler und finden das voll super. Und du denkst einfach nur, what the fuck? Ich bin zum Beispiel einer, ich mag halt schon irgendwo eine ehrliche Bewertung von vorn bis hinten. Aber dann nicht, sag ich mal, diese Pseudo-Review-Bewertungen. Wird ja viel gemacht. Boah, ist ja, hier ist ein Teil der Review, klick doch hier auf den Link, dann kannst du mal die ganze Review auf meinem Gaming-Blog lesen. Sei den Leuten gegönnt, dass sie sowas machen und Spaß daran haben, aber interessiert mich nicht so sehr. Weil da wirkt halt viel auch rein, dass Leute einfach mal happy sind, dass die die Spiele vorher kriegen und dann ein etwas positiveres Bild bringen. Mein Gott, ich bin da auch drin. Ne, ich bin generell bei Spielen nicht so der Motzer, weil ich einfach weiß, wie Entwicklung funktioniert. Zwar nur im Web-Development-Bereich, aber es sind dieselben Prozesse. Wenn Launch Day ist für eine Seite oder für ein Spiel, dann wirst du eh von allen angefickt. So, wir haben genug Eier gesammelt. Und das wird ein schöner Rückweg, ey. Hier komme ich nirgendwo hin. Am besten sind ja Playtime unter 2 Stunden kein Endcontent. Ach, das ist das Übliche. Ich finde auch dieses 0,6 Stunden gespielt, beste Spiel ever, wo du denkst, okay, du bist wohl leicht zu begeistern. Vor allem, wenn du halt weißt, dass das Tutorial allein schon 1 Stunde braucht. Geh mal nicht so auf die Eier.
So. Und das sind eigentlich alle Kisten, bis auf diese eine Kiste. Aber da weiß ich, die Tür war IO 2 gesichert. Glaube ich, als ich damals davor stand. Ne, ICE. ICE 1. ICE 2 und ich kann nur ICE 1 hacken im Moment. Was einfach bedeutet, also entweder kommst du nochmal für eine Nebenmission hier runter irgendwann. Oder man muss halt wirklich nochmal, wenn man alle Kisten haben will, richtig fett Backtracking gehen. Geh weg, ich brauche keinen mehr von euch. Ach komm. Verdammt. Ich dachte, ich könnte den Weg ein bisschen abkürzen. Ich bin übrigens heute auch ganz froh, weil ich habe heute schon Zugang bekommen für Carrier Command 2. Ist jetzt vielleicht Leute, die diese Aces geil finden, jetzt nicht so begeistern. Aber es war mit einer ein sehr frühes Spiel, was ich ganz, also vor Jahren halt auf meinem Kanal mal gezeigt habe, den ersten Teil. Und ich finde ganz interessant, dass es wirklich eine Fortsetzung bekommt. Vor allem, weil ich nicht geschafft hatte, die Demo davon zu spielen und dann war die schon wieder dicht. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute sich über immer wieder das gleiche Spiel bei Ubisoft aufregen. Aber keine Entwickler, die geile Ideen haben, keine Zeit einräumen, um das Spiel nachzubessern. Achso, aber Kleinentwickler. Nein, die Sache ist einfach, dass die Leute sagen, mein Gott, ich will mal was Neues spielen und was Frisches. Und dann kommt nämlich die Sache, das ist aber überhaupt nicht wie ein Spiel, was ich bereits kenne. Da habe ich ja gar keinen Bock, mich reinzuarbeiten. Die sind noch besser, die Leute. Ubisoft zieht auch auf eine ganz andere Zielgruppe inzwischen. Sag ich mal auf die Leute, die abends von der Arbeit kommen und dann, sag ich mal, noch ein Stündchen spielen wollen. Das kannst du halt mit einem Ubisoft-Titel jeden Tag machen für... für 300 Tage und du spielst immer noch denselben Titel. Immer noch denselben Titel. Weil du noch nicht durch bist. Guten Abend, No Channel. Obwohl ich muss sagen, ja, man kann Ubisoft, finde ich, im Moment gut kritisieren. Besser als EA zurzeit. Was für merkwürdige Zeiten das gerade sind. Aber trotzdem freue ich mich auf den Extraction, also Extraction-Shooter von denen. Ich glaube, der macht Gaudi. Ist dieses Spiel eins, wo man sich einarbeiten muss? Nein. Also finde ich nicht. Ich finde hier, das Spiel ist schnell erklärt. Theoretisch hat es auch nur... Ja, 1, 2, 3, 4, 5 wirklich relevante Tasten, wenn man Bewegen außen vor lässt. Mit ASDW. Ich finde, dass das Rainbow Six Extraction, ich weiß nicht, was du für Ähnlichkeiten dazwischen und Escape from Tarkov siehst. Ich finde, die Ansätze sind anders, aber mal gucken.
Ich will ja gar nicht so reinfallen. Es wird eh... Wäre ich eine Spielezeitung, muss ich immer das Größere, den größeren Titel nennen, damit die Leute auf meine News klicken. Auch weil die Leute das am meisten kennen dann. Aber ich finde halt, auch wenn alle sagen, ja, das hier ist halt Diablo-like mit Cyberpunk, habe ich ja schon häufig genug gesagt, ich finde es halt nicht Diablo-like. Es ist halt ein guter, es ist halt wirklich, es ist halt schon RPG, aber Diablo ist einfach nochmal ein bisschen was anderes. Toll, Mission abgeschlossen. Was habe ich dafür bekommen? Ach so, jetzt. Der hat mir ein Modul gegeben. Lebenssignalboost. Erhöht die Max-LP. Eine konstante, dezente Aufputschmittel-Einspritzung hält deinen Körper auf Trab. Module sind interne Boosts, die in deinen Körper eingebaut werden. Sie sind passive Boosts. Und dein Körper kann immer nur zwei Module gleichzeitig betreiben. Du kannst neue Module unterwegs finden, sie von Gegnern erbeuten oder sie vom Chirurgen kaufen. Also das, was ich gesagt habe. Bringt mir zu wenig Schutz. There's always a reason to drink. You just made this rotten arcology. You just made this rotten arcology a better place. So, Kopfgelder eingesammelt. Gute Nacht, Crasher. Nee, Crash. Here's your payout. Witzig. Weil vorher war dieser Text auf Deutsch. Mit dem 1,5 GB Patch ist es jetzt auf Englisch. Das ist mit der Suche nach der Leiche. Und ich muss mal eben zum Händler. Ich weiß nicht, wie groß mein Inventar ist. Aber ich will es mal eben leer verkaufen. Erzählst mir noch mal was über Panzerungswerte. Alle Duplikate verkaufen. Ich glaube, das hat damit zu tun, wenn du Waffen häufiger als einmal einsammelst. Ah, ja. Da war es nämlich die zwei oben, war hier letztendlich, dass ich mehrere davon eingesammelt habe. Mal kurz zum Waffenmonteur.
der natürlich eine Etage unter mir ist. Mal eh hier hoch. Wobei, da oben rechts ist noch eine Kiste. Komponenten liegen lassen.